Wir stehen hier auf Platz 7, warten auf das erste Tor der Best Age. Und wenn ich sage wir, dann ist das Jörg Conradi. Jörg, eben schon kurz von dir gesprochen. Du wirst dich heute auch nicht nur ums Rahmenprogramm kümmern, ne? Richtig, ich werde mich nicht nur ums Rahmenprogramm kümmern, sondern ich werde mich auch so ein bisschen auf den Plätzen umschauen, gemeinsam mit dir. Wir teilen uns quasi diese Handkeule und die Kameras und werden schauen, was hier auf den Plätzen in Gladbach los ist. Dann schauen wir doch mal, was auf dem Platz hinter uns los ist. Die Best Ager spielen, der Vorstandsvorsitzende ist auch dabei, da steht er schon, du oder ich. Ja, komm, ich mach's einfach zum Einstieg. Danke, Kniffi. Großartige Stimmung hier bei bestem Wetter. 16, 17 Grad, es bleibt hoffentlich trocken. Ich freue mich auf einen schönen Tag hier in Gladbach mit Kniffi, mit euch, mit Ihnen. Und gebe jetzt erstmal zurück an die Technik und lausche der Musik. Ihr müsst zum Spiel, eure Jungs spielen. Jetzt hier auf Platz 5. Danke an euch. Und ich gebe rüber zu Jörg. Und bei dem ist es auch ganz schön wackelig und hibbelig. Großartiger Ausblick hier, ne? Wenn man das Stadion im Hintergrund hat. Hier gibt es keinen Bullen, sondern hier gibt es einen halb aufgeschnittenen Ball. Und bei mir steht Philipp. Philipp, du bist hier der Master des Rodeo-Reiters. Ist das was für groß und klein oder wäre ich dafür schon zu alt? Nee, wir hatten auch schon die ersten erwachsenen Fußballspieler hier auf unserem Rodeo sitzen. Und das ist alles für jeden was. Bis 120 Kilo machen wir alles fertig. Bis 120 Kilo. Knippi, ich hoffe, du hast es gehört. Da können wir beide uns, wir sind ja so Hemmslinge, können wir uns vielleicht eventuell gleich sogar zu zweit da draufsetzen. Wobei, das ist verboten, oder? Zu zweit. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht, sagt der Philipp. Mal gucken, vielleicht kann man ihn gleich mit einem Bierchen oder irgendwas anderem bestechen. Da ist eine gewisse... Oh, und da ist er abgefallen. Lasse, sag mal, was hast du gemacht? Wie war's? Gut. Gut? Wie fühlt man sich da drauf? Was muss man da, worauf muss man da achten, wenn man hier auf so einem Rodeo-Ball ist? Was ist besonders wichtig? Man muss sich gut festhalten und man braucht Gleichgewicht, wenn man an die Seite fällt. Wir gehen ein bisschen weiter in diese Richtung. Vielen Dank, Philipp. Bis später. Auf dass wir schönes Wetter heute hier haben in Mönchengladbach. Bisher funktioniert es ja. Ich konnte meine Jacke auch wieder ausziehen und wir gehen ein bisschen weiter. Es riecht immer noch ein bisschen nach Gummi, denn hier gibt es die obligatorische Hüpfburg. Jetzt gleich gibt's Essen hier und ich gebe rüber zu Jörg Conradi. Das Maskottchen vom Borussia Mönchengladbach. Das Fohlen schlechthin. Ich grüße dich, Jünter. Jünter, du darfst nicht sprechen, darfst mir aber zeigen, was du so in deiner Tasche mit dir führst. Vielleicht schauen wir da gerade mal rein. Für die Kleinsten sozusagen wird Jünter jetzt gleich hier unterwegs sein im Borussia-Park. Da gibt es dann so tolle Geschicklichkeitsspiele. Da gibt es dann natürlich auch ein bisschen Nervennahrung. Jünter, was ist denn das? Guck, das. So. So, und es gibt natürlich auch den ein oder anderen Lutscher. Den werde ich mir jetzt mal nehmen. Vielen Dank. Jünter, bei uns in Duisburg, Ennertz macht hin und wieder mal so einen kleinen Ratschlag oder so. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, das lassen wir heute mal. Auch eine lange Nacht gehabt, ne? Während der WM ist es schwierig. Okay, Jünter, vielleicht schauen wir es gleich noch auf dem Rasen. Dank dir. Du stehst hier und ich sehe zum Beispiel Traubenzucker. Habt ihr, ist für Sportler natürlich wichtig. Ansonsten, was liegt hier vor dir? Was ist so dein Job? Also mein Job ist, die Kolleginnen und Kollegen kommen zu mir und sagen, wo spielt denn mein Team? Und alles, was jetzt momentan halt ist, ist halt einfach gucken, dass es läuft. Ne? Kommen die Busse? Ja oder nein? Also bislang, was ich so gehört habe, läuft es ganz gut. Wenn das nicht so ist, gerne bei mir melden, dann kümmern wir uns. Wenn ihr irgendwo Müll habt, lasst den doch nicht einfach liegen, sondern nehmt ihn mit. Genau, ja? Fühlt euch wie zu Hause und da wollt ihr wohl auch keine Zigarettenstummel oder irgendwas in den Ecken liegen haben. Bestes Wetter für Fußball, Bier. Und grillen. Du hast mir hier vorne schon diesen großartigen Handschuh gezeigt. Da habe ich mir gedacht, Freunde, was machen wir denn jetzt hier im Sommer mit dem Handschuh? Bald wird es aber wieder kalt und du bekommst gerade schon dein iPad in die Hand gedrückt. Was mache ich mit dem Handschuh und einem iPad? Das kann nicht funktionieren. Das funktioniert normalerweise auch nicht, weil wenn man mit dem Handschuh mal auf dem Handy oder auf dem iPad rumtippt, dann hat jeder schon mal gemerkt, das funktioniert nicht. Jetzt aber schon. Und hier kann man also mit dem Handschuh kann man also dann hier das so bedienen und das ist also eine wunderbare Sache. So, den Code habt ihr jetzt nicht gesehen, ihr Lieben, ja? Auch wenn die Kamera voll drauf war. Erinnert sich jeden Tag wunderbar. Nein, es ist natürlich hauteng geschnitten, das wird dir bestimmt passen. Ja, also ich muss sagen, das steht dir aus. Ja, also würde ich nie wieder aussehen. Wie läuft denn das hier? Gut? Ja, macht Spaß. Macht Spaß, okay. Und jetzt habt ihr hier einen ganz krassen Hardcore-Patienten, denke ich mal. Ne? Knippi, mein Lieber, was ist mit dir los? Die Wade stramm oder... Krampf? Ja, solange es nur die Wade ist, die stramm ist, ist ja noch alles gut. Nee, kein Krampf. Wir sind hier im Zelt, das unter dem Motto steht, alte Männer und Sport. Zumindest in meinem Fall. Angelique, sag mir mal ganz kurz, seit wann gibt's euch, wie viele Mädels seid ihr und wen unterstützt ihr heute? Wir unterstützen natürlich die Frankfurter und wir sind jetzt aktuell 8, waren mal 10. Die eine hat sich schon so angestrengt, dass sie leider gerade ins Krankenhaus gefahren ist. Was ist passiert? Der Rücken. Der Rücken, okay.
Und das in so einem zarten Alter. Ja, so sieht's aus. Und ja, jetzt geben wir alles, zeigen nochmal die Choreo gleich. Okay. Ja, ein von mir. Ein, okay. Machen wir den zusammen, wir gehen auf die Knie. Okay, was muss ich tun? Einfach nur auf die Knie unten gehen und ein bisschen pusheln. Das kriegst du hin. Das krieg ich hin. Und du rufst einfach, oder? Wir rufen alle. Wir rufen alle. Ich mach einfach mal mit. Okay. Und? Eine Riesenstimmung, die wir hier an den Plätzen haben und natürlich auch an den Spielfeldrändern. Und ich will mal hören, wie laut können diese Teile sein? Macht mal Stimmung! Ich habe nur noch ein Scheppern auf den Ohren, deswegen frage ich jetzt gerade mal. Für wen? Noch ein Tor! Gelsenkirchen vor! Noch ein Tor! Gelsenkirchen vor! Noch ein Tor! Ich verstehe alles. Aber nicht das, was ihr sagt. Ich verstehe Käsegegend vor, oder? Gelsenkirchen! Gelsenkirchen natürlich! Okay, ich gehe gerade mal hier rüber. Sag mal, kommt ihr auch aus Gelsenkirchen, oder was? Nein, ihr seid quasi die Gegner, oder? Genau, no, Fincon! Wo liegt denn das? Nein, das ist der Hauptverwaltung in Düsseldorf. In Düsseldorf, ah, seht ihr mal? Okay, ja, natürlich in Düsseldorf. Düsseldorf, könnte man es vergessen. Mit wie viel Leuten seid ihr heute hier? Also wie viel Unterstützung habt ihr mitgebracht? Nicht so viele, leider. Ihr vier? Der Rest ist noch da hinten. Der Rest ist noch da hinten. Ja, wink doch mal da hinten, ja. Warum stehen die da und ihr hier? Schlecht verabredet. Schlecht verabredet, okay. Zum Finale trefft ihr euch dann quasi alle hinterm Tor, oder? Genau. Was ist los? Ja, war ein Zweikampf und ich rasse ihn rein und dann, ja, dann macht Wurm. Ne? Okay, gespürt, Knie irgendwas und dann war vorbei. Aber du kannst auch lachen. Ja, muss, ne? Finde ich gut, okay. Ja, dann... Wollen wir euch jetzt nicht bei der Arbeit stören, Mädels? Ja, wir lassen euch in Ruhe und passt auf euch auf, da draußen auf den Plätzen. Wer sind wir? Team Berlin! 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 Das ist Team Berlin und der Torschütze Daniel Gassel. Daniel, komm mal kurz zu mir. Gratulation zum Einzug ins Finale. Daniel, beschreib dein Tor. Ja, der Ball prallt ab und ich halte die Fußspitze hin. Pfostentor. Eiskalt und danach bist du sofort rausgegangen zum Regenerieren oder konntest du dir das ganze Elend nicht mehr mit angucken? Nee, beim Jubeln einen kleinen Krampf bekommen. Mit der Nummer 4, Sebastian Habich. Die 5 trägt Paul Schreider. Mit der Nummer 6, Daniel Ziebold. Die Nummer 8, Marian Zitterbart. Mit der Nummer 9 für den SC Rhein-Neckar spielt Michael Suschan. Mit dem Torhüter im Müllmann-Trikot. Der vorhin noch eine kurze Diskussion, der eine kurze Diskussion mit dem Schiedsrichter hat, jetzt sich sogar mit den Moderatoren anlegen möchte. Knippi, das bleibt unter euch. Nur aufgrund der überwiegenden Orangefarbe, lieber Dominik Vogt. Orange trägt nur die Müllabfuhr. Ja, ich wollte es nicht sagen. Der SC Rhein-Neckar hat ihn also gewonnen, den Targobank Cup 2014. Wenn man sich diese Gesichter anschaut, ein Strahlen in jedem Gesicht, da gibt es schon die ersten Wasserduschen. Vielen Dank. Und es war so klar. Ja, Jörg, ich wusste schon, warum ich dich zu den Siegern gehen lasse. Danke, Knippi. Da bin ich mal 5, 6 Jahre nicht hier. Denk an nichts. Und natürlich gehört so eine Wasserdusche dazu. Ich bin froh, dass das kein Bier ist. Ich muss mich mal ein bisschen trocknen lassen. Ich schaue den Jungs beim Feiern bei der Humbert zu. Ich mache einfach mit und feiere mit. Bombending, Wetter hat gepasst, ihr nehmt das Ding mit nach Hause. Nächstes Jahr könnte man es wiederholen. Optimales Fußballwetter, nächstes Jahr verteidigen wir das Ding. Das ist eine Kampfansage. Vielen Dank, feiert noch schön. Und die Fans des SC Rhein-Neckar, ja, die feiern natürlich auch lautstark. Holen sie jetzt nochmal alles aus den Kehlen. Knippi, ich bin pitschnass. Vielen Dank, dass du mich gewarnt hast. Ja, ich habe es tatsächlich nicht kommen sehen, weil ich gerade mit den Berlinern gesprochen habe. Ich habe dich gesehen, da warst du schon nass und war in der Tat froh, dass du bei den Siegern standst, auf jeden Fall. Vielen Dank, nimm ja, mal alles mit. Aber das Wetter ist ja wunderbar, es trocknet ganz schnell, es ist trocken geblieben und wir sehen uns gleich auf der Bühne bei der Siegerehrung. Ich freue mich, bis gleich.